Habe ich einen Special Guest dabei. Hi. Und zwar ist das Brenda. Vielleicht kennt ihr ja Brenda schon von Jeremy's Next Topmodel. Ja, magst du so kurz irgendwas erzählen über dich generell für die Leute, die dich nicht kennen sollten? Ja, also ich bin Brenda und wie sie schon gesagt hat, ich war jetzt bei der aktuellen Staffel Jeremy's Next Topmodel dabei und bin jetzt ja, ganz frisch rausgeflogen und ich habe gleich mit Kassel geschrieben und ja, dann dachten wir so, dann machen wir mal ein Video zusammen, weil ich habe auch schon so ein paar YouTube-Videos gemacht und ich bin noch ganz, ganz am Anfang. Und genau. Ja, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne in Berlin und bin cool, bin gut drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich esse gerne, ja, bin ganz normale Person, ja, wie jeder andere auch eigentlich. Ja. Ja. Ihr durftet uns einfach ganz, ganz viele Fragen stellen, beziehungsweise einfach auch ganz viele Fragen an Brenda. Und eine der häufigsten Fragen war, woher wir uns eigentlich kennen. Ja, woher kennen wir uns eigentlich? Von Events, würde ich sagen. Ja. Aus dem Management her kennen wir uns, haben uns von Anfang an super gut verstanden. Und ja, jetzt sitzen wir hier und drehen ein Video zusammen. Ah, das meiste ist auch, wir haben uns richtig gut durch Popcorn verstanden. Ah, weil ja, das stimmt. Auf vielen Events gibt es dann halt so kleine Tüten Popcorn for free und dann gucken wir uns immer an und dann, naja, Popcorn, ja. Popcorn. Also durchs Naschen haben wir uns sehr gut kennengelernt. Durchs Essen, wie du schon erwähnt hattest. Genau. Dann direkt zur nächsten Frage und zwar, warum bist du eigentlich zu Jeremy's Next Topmodel gegangen? Also das haben mich super viele gefragt. Das war eigentlich mehr oder weniger halt spontan gewesen. Ich habe das halt im Fernsehen gesehen mit dem Hashtag, ja, bei Instagram runtersetzen, mach ein Bild von dir. Und ja, das war dann einfach spontan. Ich bin dann einfach hin zum Casting in Berlin und die fanden mich dann halt irgendwie cool, sympathisch. Und dann war ich schon im Interview und dann war ich schon da und dann kam noch ein Anruf und dann, ja, also eins kam zum nächsten und dann war ich schon dabei. Ja, ja, auf jeden Fall super cool. Und ist eigentlich bei Jeremy's Next Topmodel alles immer so gespielt, wie gesagt wird, oder? Also dazu muss ich sagen, da ist gar nichts gespielt. Das ist halt wirklich so, du bist halt mit den Mädels alle zusammen. Ja. Also wirklich rund um die Uhr und du hast halt wirklich gar nichts. Kein Handy, nichts, kein Fernsehen, kein Internet. Und du hast halt die ganze Zeit Leute, Kameraleute, die halten die ganze Zeit halt die Kamera ins Gesicht und fragen dich tausend Fragen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dann. Ja, und da ist halt echt nichts irgendwie gespielt oder so, halt vielleicht von der Produktion, dass die was mit Absicht fragen, dass die was irgendwie was auf was hinaus wollen. Mhm. Das ist schon klar, das ist ja ein TV-Format, aber so ist da echt alles echt nichts gespielt. Ja. Na dann, auf jeden Fall auch schon mal sehr gut. Ja. Und generell so zur Jury, wie ist die eigentlich so? Also man sieht ja immer im Fernsehen, du meinst, es ist jetzt nichts gespielt. Sind die dann auch wirklich so also hinter der Kamera? Also bei der Jury kann ich auch sagen, zum Beispiel beim Thomas und bei Michael, ich war jetzt im Team Weiß, also das ist der Michael und ja, da bin ich halt auch ganz spontan zu ihm hingegangen und die Jury ist eigentlich genauso wie halt auch im Fernsehen zu sehen. Leider sehen wir die halt nicht so oft und halt die Klum sehen wir halt leider noch weniger als die, unsere Mentoren sozusagen. Mhm. Aber ansonsten alles eigentlich echt und die sind eigentlich sympathisch. Thomas ist auch ganz lieb, der Michael. Ja. Der greift uns richtig unter die Arme und gesehen, sagt, das war echt komm in. Genial, ne? Ja. Also richtig cool. Und sonst, mit wem hast du dich da von den ganzen anderen Kandidaten am besten verstanden? Also wirklich am besten mit, von Anfang an war es halt auch mit Juliana. Und okay, sie ja, ist halt Juliana ist cool. Mega, mega hübsch. Und ja, das stimmt. Dann halt auf alle Fälle mit Soraya. Mhm. Die ist halt mit die jüngste von uns gewesen, ja. Mit 17 ist sie, glaube ich, jetzt genau, und aber sie ist schon so mega weit und hat so ein riesengroßes Herz. Letizia ist auch richtig cool, die ist auch sofort ehrlich alles, die haut richtig coole Sachen manchmal raus, manchmal ja, ein bisschen zu tough, aber sie ist echt cool. Ja, also so hat man sich echt mit allen verstanden, aber man kann jetzt nicht mit den ganzen Mädchen, man hat ja immer zwei, drei Mädels, mit denen man ein bisschen klar, mehr ist hat. Ja, ist meistens so. Das ist ganz normal, das kommt auch von ganz alleine. Ja, und so generell gab es unter euch Mädchen auch viele Zickenkriege, auch hinter der Kamera, jetzt nicht nur vor?
Also so Zickenkriege gab es eigentlich gar nicht so, also was wir so mitbekommen haben. Ich weiß halt nicht, wie die das immer so schneiden und so. Da musst du halt echt aufpassen, weil... Das stimmt, ja. Du sitzt zum Beispiel, du bist den ganzen Tag am Warten und dann sitzt du halt mal so ein bisschen angepisst, kann man jetzt sagen. Ja, so ein bisschen einmal wird es gefilmt und schon ist es im Fernsehen und schon trittst du so auf, als ob du so wärst. Und dann sagt jemand irgendwie vielleicht was und dann blenden sie dich ein, wie du dann halt ein Bild machst. Und ja, dann ist ja auch egal. Ich meine, da soll man sich jetzt nicht irgendwie verrückt machen lassen. Aber so Zickenkrieg, ich persönlich habe jetzt keinen miterlebt. Was die anderen Mädels so haben, alle, das habe ich echt nicht mitbekommen. Aber so ist da echt nichts gespielt irgendwie. Okay, und was denkst du, wer gewinnen wird, wer ins Finale kommt? Oh, das Top 3 zumindest alles so. Ja, also weil man weiß es ja nicht. Entweder ist es mal Top 3, eine Top 4, Top 5. Das wissen wir echt alle gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Selina und eine Celine, weil die haben halt so ein typisches Beauty-Face, ein mega geiles Lachen, dass die auf alle Fälle irgendwie ins Finale kommen. Auch eine Letizia, also die ist auch... Letizia ist auch ganz cool, ne? Eine coole Erscheinung und ihr Typ gab es ja schon lange nicht mehr als Gewinnerin. Und also ich würde es mir natürlich für mein Team wünschen. Ist das schon auch, ja. Ja, aber so genau kann ich das gar nicht so sagen, wer jetzt ins Finale kommt. Mal sehen, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja. So, und jetzt auch schon zur ziemlich letzten Frage. Was kannst du dir eigentlich vorstellen, nach Germany's Next Topmodel zu machen? Oh, da fallen mir ganz, ganz viele Sachen ein. Was kann ich mir vorstellen nach Germany's Next? Ich glaube, so Modeltrainer oder sowas. Modeltrainer? Oh ja. Du möchtest jetzt laufen lernen? Ja. Okay, dann zeig erstmal, was du kannst. Okay. Nein, so geht das nicht. So geht das nicht. Nicht mit die Arme rumfuchteln hier. Körper gerade. Hochgucken. Du bist die Queen. Verstehst du? Ja, okay. Oh, so. Hände locker lassen. Und Bein vor Bein. Lauf. Nicht lachen. Ernst bleiben. Das du sollst doch ein gutes Model werden. Arme ran. Und lauf. Größere Schritte. Du musst größere Schritte machen. Concentration. Und Kopf. Ja. Das sieht schon besser aus. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre Modedesigner. Oh, das wäre auch toll. Also, ich muss mir eine Feine lassen. Ich bin hier italienischer Designer und ich mache schöne Kleider. Das sind meine Utensilien und das ist ein schöner Stoff. Fühl mal diese Stoffe. Oh, fühl mal diese Stoffe. Du hast einen wunderschönen Körper. Dreh dich mal. Oh mein Gott. Mua, mia mossa. So toll. Pasta al dente. Oh ja. Oh, was mache ich nur mit diesem Stück Stoff? Ich weiß was. So ist schön. Guck deine Arme, ich muss deine Arme sehen. Ja. Nein, wenn du läufst, musst du diese Arme hier vorne machen. Das ist modern, das ist schick. Okay. So. Aha, okay, so machen wir. So, perfekt. Oh, Mama Mia, siehst du gut aus. Dreh dich nochmal. Oh mein Gott, ich kann nicht aufhören, um die Scheine zu gucken. Ah, die auch noch. Okay. Das sieht wunderschön aus. Ja, sieht wunderschön aus. Du hast eine super Figur, da sieht man alles, da sieht man, oh mein Gott, und dein Popo. Deine Popo. Okay, deine Popo ist nicht da, aber egal. Was fehlt noch? Oh, perfetto, du bist die erste, die läuft so raus. Lauf ein bisschen, zeig der Welt, was du anhast. Oder ich hab's, was ich auch vorstellen könnte. Fotograf, das wäre auch total geil. Stell dir mal vor, ich als Fotograf. Biete mir was an, gib mir deinen schönsten Strahl. Und, go, hier. Mach einen Purzelbaum, mach einen Ratschlag. Biete mir was an, was die anderen nicht haben. Ja, perfekt. Ja, schön. Wow. Lächeln. Nein, das kannst du noch besser, So Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr kennt jetzt Brenda besser, auch das Ganze um Germany's Next Topmodel herum. Ihr könnt ihr auch sehr gerne auf YouTube folgen, auf Instagram und. Ich verlinke euch einfach mal alle ihre Social Medias in der Infobox. Und wenn ihr auf ein weiteres Video mit Brenda Bock habt, dann lasst uns unbedingt mal einen Daumen nach oben da. Und ja, Nein, also du bist echt eine coole Person und ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe. Und also von meiner Seite können wir ganz, ganz viele Videos noch drehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und liebe Grüße da draußen und noch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Ciao. Ha, 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 ha.
Machst du so Outtakes und so? Wo wir dann kann ich alles zusammenschneiden. Cool, okay. Ich hab extra so, damit man so denkt, so, hä, was für eine Körperfigur betont und dann so ein Lappen hier auf dir. Okay. Ich bin aufgeregt. Zeig mal, ich will das mal angucken. Es läuft sogar noch! Oh, wo ist deine Popo? Dein Popo ist nicht da. Ist egal. Das ist richtig geil.